Nicht, dass das hier nicht zielführend ist, aber was machen wir denn jetzt eigentlich hier nach? Also, Mittelreich brennt. Ich muss Ja, irgendwann übrigens nochmal zu diesem komischen Typen, der jetzt diesen Kelch hat. Irgendwann, nicht jetzt, aber irgendwann müssen wir das mal machen. Habt ihr sonst noch irgendwelche Vorhaben, Pläne? Wenn dann jetzt. Müssen wir uns um irgendwas noch kümmern. wie gesagt, Ja, den Alagrim, ich weiß, das hast du schon dreimal erwähnt, aber ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. nun, wir sollten überlegen, welches unsere Optionen sind und was sich am einfachsten und schnellsten durchführen lassen kann. Ja, aber dann sag mir doch ein paar Optionen. Sag mir nicht, wie es theoretisch geht, das weiß ich selber. Nun, Sag mir, wo du hin willst und warum. Dann ist es schwierig. ich hörte, Beilung steht unter Belagerung seit längerer Zeit, nicht wahr, Iserun? Wo ist Beilung nochmal? In den Beilunker Bergen. Etwas, na gut, nicht etwas, nördlich von Perikum, könnte man sagen. In den Trollzacken. Was redet ihr denn da? Habt ihr noch Nicht? nie eine Landkarte gesehen? Ich war noch nie in Natürlich. Beilung, geschweige denn in Tobrien. Also Also, außer Isilia. ich erinnere mich jetzt an diese große Landkarte, die wir gesehen haben in unserer Behausung in Gareth. Die Beilung war nicht in den Trollzacken. Das war irgendwo daneben. Aber Stimmt, ihr ist habt das jetzt recht. schon wieder Schwarztobrien oder Weißtobrien oder was ist das? Nein, es liegt südlich von Tobrien. Es war einmal eine Markgrafschaft. Nun ist sie quasi auf die Stadt Beilung selbst zurückgeschrumpft. Diese wird seit einigen Jahren, nämlich seit der Borbarad-Krise, durch ein Arcanum Interdictum vom Herrn Preios selbst beschützt. Was Und ist aus denn? diesem Grund ist sie ein Stützpunkt der 12 göttlichen Reiche. Isarun, was ist denn ein Arcanum Ein komplettes Magieverbot. Also nicht nur Verbot, sondern, also natürlich ist Magiewirken auch unter Strafe gestellt und alles, aber es ist auch gar nicht möglich. Wie meint Der ihr das Herr jetzt? Preios greift selbst ein, damit Magie dort nicht gewirkt werden kann. Also wenn ihr jetzt zaubern würdet, würde das einfach nicht funktionieren, oder wie? Richtig, vielleicht würde ich auch noch so bestraft. Ich weiß nicht. Ich habe es da noch nie Aha. versucht. Und warum macht ihr das nicht überall? Klingt ja gut. Also bei diesen Vielleicht. ganzen Dämonenleuten, da wäre das doch gar nicht schlecht, wenn die nicht mehr zaubern könnten. Ja, das wäre super. Aber Das. Moment, das wäre doch ein massiver Eingriff in dritte Sphäre. Oder? So. Natürlich ist das ein massiver Eingriff, aber wir sprechen hier von einem Gott, nicht irgendeinem dahergelaufenen, ich weiß nicht, Heiligen oder so. Nun, ich bin in dieser Liturgie nicht besonders bewandert, aber ich glaube, um dieses Ritual, wenn man es so nennen darf, aufrechtzuerhalten, bedarf es immenser Anstrengungen. Und nun ja, es ist nicht überall möglich, diese Anstrengungen zu verrichten. Achso, es geht einfach nicht. Na gut. Ich wollte es nur mal vorgeschlagen haben. Vielleicht ist es auch so, dass andernorts die Menschen nicht so fromm sind. Na gut, das mag natürlich sein. Aber warum wollt ihr denn jetzt nach Beilung? Also, wie lange wird die Stadt denn schon belagert, habt ihr gesagt? Jetzt neuerdings, oder? Nein, die Belagerung ist schon seit der dritten Dämonenschlacht und ich glaube noch etwas davor. Das ist lange her, also. Das ist wirklich lange her. Und ihr wollt da jetzt Deswegen, hin, ja, das weil? verstehe ich auch nicht genau. Warum wollt ihr jetzt dorthin, Abelmir? Nun ja, Warung ist, wenn ich mich recht erinnere, ja, nun nicht unmittelbar in der Umgebung, aber zumindest näher. Vielleicht können wir Informationen über den schwarzen Drachen halten. Ja, aber ich dachte, du willst nach Beilung. Ah, ich verstehe, du willst durch die Berge durchlaufen, also über den Pass drüber, nach Beilung, an Beilung vorbei und dann nach Warung, um den schwarzen Drachen auf die Spur zu kommen. Zumindest Informationen über seinen derzeitigen Aufenthaltsort, vielleicht Schwächen und ja, nähere Informationen überhaupt über den schwarzen Drachenzweigen. Also, Warung hat der schwarze Drache ja als seine Basis auserkoren. Ihr wollt da wirklich hingehen?
Nun nicht direkt in die Stadt selber. Ich würde vorschlagen, ist doch etwas gefährlich. Also, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was ihr jetzt wollt. Wollt ihr jetzt nach Meilung laufen? Wollt ihr jetzt nach Wahrung laufen? Und wenn ihr nach Wahrung laufen wollt, warum wollt ihr denn dann nicht in die Stadt rein? Nun, wieso wollt ihr denn sonst Informationen finden? Wahrung ist sein Machtzentrum, der schwarzen Drachen. Ja, das ist bestimmt richtig. Und ihr wollt das zu Vext einnehmen? Nein, sicherlich nicht. Vielleicht die Umgebung erkundigen, vielleicht eventuell noch vorhandene Widerstandsnester finden und sie über den schwarzen Drachen befragen. Was bitte? Widerstandsnester? Was meint ihr denn damit? Nun ja, es gibt auch sicherlich noch Tobia, die sich gegen den schwarzen Drachen stellen, nicht wahr? Nicht in der Warunkai. Und klingt ziemlich finster. Das ist Nekromantenland. Alle, die sich jemals im Widerstand organisiert haben, sind Untote. Vielleicht weiß man in Beilung Näheres über den schwarzen Drachen. Also wenn es um die Bekämpfung von Drachen geht, da gibt es ganz, ganz fähige Zwerge in Xorlosh. Aber Xorlosh ist ein bisschen weit weg, oder nicht? Ich denke auch. Ich wollte es ja nur sagen. Also ja, ist bestimmt keine schlechte Idee. Kommen wir vielleicht drauf zurück. Aber, und ihr wollt dann... Aber ihr wollt doch jetzt nicht die Belagerung von Beilung dann brechen, oder? Nein. Was habt ihr da jetzt vor? Nur Beilung besuchen ist vielleicht ein falsches Wort. Dort anlanden, die Herrschaften, beziehungsweise die Herrschaft, über den schwarzen Drachen befragen. Allgemeine Informationsgewinnung. Also, du weißt nicht genau, wonach du suchst. Wir wissen nicht viel über den schwarzen Drachen, das ist richtig, ja. Und jeder Fetzen Informationen könnte wertvoll sein. Ja, denk dran, was diese Scharlachkraut gesagt hat. Er strebt danach, irgendwie Göttlichkeit zu erlangen. Das sollten wir doch verhindern, oder nicht wahr? Ich denke auch. Was wäre die Alternative? Also, weiß jetzt, also wir wollen nach Beilung, okay, können wir machen. Es wäre eine Möglichkeit, eine Option, könnte man sagen. Und wie kommen wir nach Beilung rein, wenn das belagert wird? Nur mit einem Schiff. Also ich wollte da per se... Oh nein, nicht mit einem Schiff. Wir hatten jetzt genug Schiffe, blutige See, ihr wisst, was passiert ist. Das ist keine gute Idee. Wir können doch über die Trollsachen drüber laufen. Das sind Berge, das ist eine schöne kleine Wanderung und... Ja. Nun, ich denke, der Belagerungsring um Beilung dürfte dies ausschließen. Ich denke, Beilung wird einzig und allein über See versorgt. Aber wir finden schon eine Möglichkeit, den Belagerungsring auszustechen. Das hat hier ja auch wunderbar geklappt, nicht wahr? Das haben wir hier ja in Zorgan auch super hingekriegt. Und in Beilung gibt es da bestimmt auch eine wunderbare Möglichkeit. Und immerhin müssen wir ja auch irgendwann raus aus Beilung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Aber mir, wo wollt ihr... Also ich... Das ist doch mitten der blutigen See, oder bin ich jetzt ganz falsch? Was meinen? Das ist doch irgendwo über uns, oder nicht? Richtig. Ja, und wie wollt ihr jetzt wieder irgendwie so einen abgehalfterten Piraten anheuern, damit er uns dahin fährt? Nun, als erstes müssen wir natürlich nach Perikum. Wieso dann nach Perikum? Oder hier in Zorgan einen Kapitän finden, der uns nach Beilung bringt. Ich hab doch gesagt, das ist keine gute Idee. Denk dran, was passiert ist. Diesen großen Dämon, der unser Schiff angegriffen hat. Wir konnten nur mit vereinten Kräften überhaupt uns dem entgegensetzen. Aber wenn jetzt nochmal so einer kommt... Eine Alternative wäre natürlich Romulis. Diese Stadt steht ebenfalls unter Belagerung. Ich vermute. Naja, das ist eine Vermutung. Allerdings zugegebenermaßen eine gute Vermutung. Also, haben wir nicht auf dem Weg von Garad nach Perikum die Flüchtlinge gesehen? Ja. Da waren viele Menschen. Also, ich weiß nicht, was da los ist, aber zumindest sind die geflohen von Romulis. Wurde zumindest angegriffen. Wird das auch keine Belagerung und Romulus ist schon vernichtet, das kann ja auch sein.
Dann sollten wir dies schleunigst erkundigen. Es hätte den Vorteil, man könnte sich dieser Stadt über Land nähern. Da bin ich dabei. Boltax zu. Das klingt vernünftig. Und von Romulus kann man dann über Land weiter. Guter Plan, Abel, mir. Das gefällt mir. Ich habe jetzt mal eine Frage. Wer ist denn jetzt unser Gegner? Also, wollen wir jetzt gegen... Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist jetzt der nächste, der schwarze Drache Rassasor, ja? Weil der ist verantwortlich für den Alagrim. Das ist das Feuer von Pyrdax. Und der sitzt in Wahrung und der sitzt in Werheim. Und der ist jetzt aber nicht für Romulus. Das ist gut, das wissen wir nicht, oder? Ob der jetzt auch für Romulus zuständig ist? Das wissen wir nicht, nein. Aber der nächste Gegner ist der schwarze Drache. Genau. Aber wir haben doch das Märchenbuch, dann können wir jetzt doch Rassasor besiegen. Ja, stimmt. Gehen wir zu ihm hin und lesen ihm aus dem Märchenbuch vor. Nun, ich fürchte, es bedarf etwas mehr als eines Märchenbuches. Aber es hat doch bei diesem Chat ja auch geklappt, oder nicht? Nun ja, dieses Märchen hat einen gewissen Kern von Wahrheit, aber nun ja, es ist ein Märchenbuch. Außerdem, wenn es einmal geklappt hat, wird er vielleicht Vorkehrungen getroffen haben, dass es so einfach nicht nochmal klappt. Deshalb seinen Namen verändern? So, ich hab ja auch, stimmt. Ich habe mich ja auch Stahlmann genannt. Also wir müssen, als ich mit Eisenmann in Jorgomag war. Also wir müssen auf jeden Fall sicher gehen, dass wir den Drachen ausstechen. Denn wenn wir einfach so dahin gehen und der Drache uns einen Schritt voraus ist, dann wäre das furchtbar. Ist er jetzt in Wahrung oder ist er jetzt in Werheim? Wir wissen nicht, wo er genau ist. Aber was wir wissen, ist, dass wir ihn vernichten. Wir versuchen es zumindest. Ja, das ist unsere Intention. Und wenn jetzt Romulus ist jetzt eine Stadt, ja, im Norden. Genau. Und da laufen jetzt, weiß ich nicht, da. Ich gehe einfach mal von dem Heer aus und so wie ihr Menschen das jetzt hier in Sorgern gemacht habt, 2000 Menschen. Was wollen wir da machen? Wieder mit durch das Wasser durchgehen oder wie? Und dann machen wir da irgendwie... Aber wir können ja nicht gegen 2000 Menschen kämpfen. Wir brauchen ja wieder eine Armee. Das ist richtig, ja. Vielleicht sollten wir zuerst nach Gare zurückkehren, um ein Heer mit Rohaya zu organisieren, um Romulus zu entsetzen. Sagt mal, seid ihr schon wieder besoffen? Wieso? Was für ein Heer! Das Heer wurde in Werheim vernichtet. Dann schlagt mir eine Alternative vor. Ist Rohaya nicht tot? Ich meinte ja, eben. Verzeiht. Hä? Ema? Die ist doch auch tot. Wer lebt denn noch? Irgendjemand, der ein Kommando geben kann. Die sind dann alle tot. Ludolf lebt noch. Meinetwegen auch der. Es wird wohl auf ein Kommandounternehmen herauslaufen. Nicht auf einen Heerzug. Abelmir, ihr seid doch Horasia, können nicht die Horas-Menschen uns helfen, ein Heer schicken oder so? Habt ihr da nicht irgendwie Kontakte? Warte mal, was ist denn mit diesem Answen? Der hat doch ein Heer, oder nicht? Was für ein Answen jetzt schon wieder? Es gibt so viele von denen. Answen von Ramelmund, meinte er vermutlich. Der bei Werheim saß und sich nicht aus seinem Schloss getraut hat? Na toll. Hat der denn nicht noch einen Papa oder so? Hab ich das nicht richtig verstanden? Ja, das ist richtig. War sein Opa, ne? Ja, der soll angeblich irgendwo im Norden sitzen. Fragen wir den doch, wenn der ein Heer hat. Wo soll der denn ein Heer herhaben? Also, ich weiß nicht, was nördlich von Werheim ist. War ich noch nie. Orks. Ja gut, das stimmt nicht ganz. Ich war schon bis nach Badeo. Zusammen mit Jorgosch. Nun, ich vermute, wenn sitzt er in seiner Burg Rabenmund. Wie, er heißt? Der Opa? Hieß diese Burg nicht Rabenmund? Hieß dieses Schloss östlich von Werheim? Wir waren doch dort, ihr erinnert euch. Ja, ja, ich weiß, welches ihr meint, aber der Großvater sitzt doch nicht dort. Es Nein, ich meinte seinen Enkel. Sein Enkel, glaube ich, ist es. Ach, ja? Das ist mir zu kompliziert, ich hol mir ein Bier. Man kann aber den Rabenmunds nicht trauen, fürchte ich.
Wollt ihr auch ein Bier? Nein. Einen Wein, wenn ihr einen vernünftigen Tropfen findet. Herr Boltax, wenn du nach draußen gehst, mit deinen kleinen Stummelbeinchen, kannst du erkennen, wie da wohl gerade ein Grolm eine Urkunde am Tresen abgegeben hat. Beträgt wohl auch die Wappen der Madabasari und derjenige, der vorne in der Rezension sitzt, würde ich dann auch gleich einmal kurz heranwinken und dir dann dieses Schriftstück von diesem Grolm übergeben. Ja, ich würde es an mich nehmen, durchlesen. Was steht denn da drauf? Ja, es ist die Besitzurkunde, beziehungsweise die Übereignungsurkunde. Für 100 Jahre soll euch diese Villa zur Verfügung stehen. Also kurz durchlesen. Ja, würde ich machen. Ja, wurde wohl unterschrieben von Sybia al-Nabab, beziehungsweise Sybia von Zorgan. Und dementsprechend würdet ihr gemeinsam mit einem kleinen, mit einer kleinen Karte, die wohl daneben gepinnt ist, könntest du dir angucken, wo jetzt diese Villa oder diese Residenz des Fadil ibn Kamar liegt. Mit einem sehr verkniffenen Gesichtsausdruck würde ich auf Grolmisch Danke sagen. Und mir schon meine Gedanken machen. Nein, danke, kann ich mir auch nichts kaufen. Ja, ich drehe mich um und eile geschwind zurück zu den anderen. Ja, Bier kannst du dir natürlich vorher auch noch holen, beziehungsweise einen Wein oder sowas. Na gut, für einen Wein hast du keinen Platz mehr, wenn du jetzt diese Kartentasche hast. Da muss Abel mir halt auf seinen Wein verzichten, aber das Bier kannst du dir vorher noch holen. Ja. Und dann kommst du mit dem Bier und dieser Kartentasche, Depesche, wieder rein. Hört mal, das wurde eben abgegeben von einem Grolm. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache, aber es scheint sich um die Besitzurkunde der Villa zu handeln. Seht ihr, ich habe doch gesagt, dass die Maharani eine Depesche schicken wird. Sehr vorausschauend von euch, dieser Ruhm. Boltax? Ja? Ihr habt meinen Wein vergessen. Ja, ich konnte nicht beides tragen. Der steht am Tresen, den musst du dir selbst holen. Nun gut, entschuldigt mich einen Augenblick. Ich stehe auf und gehe zur Theke oder zum Tresen, wie auch immer. Dass Abel mir sich noch erheben kann für den eigenen Wein, dass ich das nochmal mit. Ich dachte schon, er hat sich jetzt Boltax als Leibsklaven oder so ausgesucht. Ja, also ihr müsst euch nicht immer umherschicken lassen. Ich hatte ja gefragt, ob noch jemand was will. Das hat bei Torgor schon mir auch so angefangen. Und plötzlich trage ich seine ganzen Waffen und konnte keine eigene mehr tragen. Wurde einfach so gemacht. Musste sogar meine ganzen Handwerksmaterialien zurücklassen, damit ich das alles tragen konnte. Er war geschickt, Torgosch. Ja, das soll der Abel mir mal schön versuchen bei mir. Da habe ich aber was dagegen. Zwerge können einfach mehr tragen, weil wir einfach viel kräftiger sind. Oh, der kleine Abel mir mit seinen Fingerchen kann ich mal ein Glas Wein tragen. Das ist richtig. So muss er das sehen, Boltax. Mhm. Ah, da kommt er wieder. Ich komme zurück mit einem Tablett, drauf stehen mehrere Gläser, eine Weiß- und eine Rotweinkaraffe und einen Krug Bier, also eine Karaffe Bier und ein oder zwei Becher noch aus Ton. Und stelle das in die Mitte dieses Tisches. Seht ihr, so trägt man Getränke. Oh, ihr macht das richtig gut. Könnt ihr mir das nochmal zeigen? Nein. Noch einmal um den Tisch rum. Ja, das Kleid dafür hast du ja auch schon, ein Abelbier. Das ist kein Kleid, das ist eine Robe, mein Freund. Und nun bedient euch. Nächstes willst du mir wohl sagen, dass das Messer, was du da führst, ein Säbel ist und kein Dolch. Es ist ein Säbel, in der Tat. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, weiß ich nicht. Wir haben jetzt dieses Haus, das gehört ja irgendwie Isarun für ihren Orden. Ich hätte da übrigens immer noch gerne eine Kammer, wo meine Brüder und Schwester schlafen können. Ja, jetzt zeig mal diese Urkunde her. Was steht denn da alles drauf? Da ist ja sogar eine Karte dabei, oder? Wo ist denn dieses Gebäude überhaupt? Ja, das Gebäude befindet sich in Sulaminia, südlich vom Raya-Tempel, direkt an der Mauer gelegen. Und ihr könntet dann, in bester Lage, direkt dann auch an dem See,
diese Residenz vorfinden. Sie wurde, wie ich das bereits geschrieben habe, vor grob 400 Jahren errichtet, also zur Zeit der Magierkriege, von einem, ja, wahrscheinlich diesem Fadil ibn Kamal. Man weiß nicht genau, was das für einer war. Ist natürlich jetzt auch schon seit längerer Zeit tot, aber seitdem ist diese Villa, diese Residenz wohl in wechselndem Besitz und wird ab und zu mal dann auch weitergegeben. Und ja gut, jetzt steht sie wohl seit grob 10 Jahren leer und jetzt hat man sie euch überantwortet. Fand sich jetzt also weiterhin mit dem Besitz der Madabasari. Das ist ja keine schlechte Nachbarschaft. Das ist ganz schick, ja. Bestimmt wohnen hier Gräume. Ach, bei dir wohnen immer überall Gräume. Ja, aber die Gräume hat mir die Sachen gegeben. Das ist nicht so unwahrscheinlich. Und die konspirieren dann gegen uns. Ich sag's euch nur. Mit dabei gibt es natürlich dann auch noch die nötigen Papiere für euch, dass ihr nicht nur Grundbesitzer seid, sondern eben auch Bürger der Stadt Zorgan. Und ihr seid auch fähig, ein eigenes Gewerbe anzumelden, denn das gehörte, wie gesagt, dazu. Aber auch das noch einmal verurkundlicht oder verbrieft. Alles unterschrieben von Sybia, die Vorsteherin dieser Bank. Reichste Frau der Welt. Ja, also ich würde mir heute schon gern einmal diese Residenz ansehen. Ich ebenfalls. Na gut, dann komme ich auch mit. Ja, geh mal vor. Gut, so könnt ihr euch dann von diesem großen Hotel aus in Richtung Süden begeben, alle gemeinsam. Kiaras will versuchen, nochmal so ein paar Steine auf dem Markt zu erwerben, auf dem Bazar. Fragt er nach Gwen Petrostein, kann allerdings keine finden, keine bekommen. Und kann sich dann, ja, vielleicht mit einer Flunsch oder so euch dann wieder anschließen. Muss da dann seine Gebete in Richtung der blutigen See und der Vertreibung oder der Aufklärung wieder auf später verlagern, aber auch das ist natürlich ein Punkt, den es noch zu bedenken gilt. Arion Paligan lebt immer noch. Die blutige See ruft. Wenn ihr dann vor eurem Anwesen steht, könnt ihr erkennen, dass es sich dabei wohl um ein riesiges Anwesen handelt, mit einer 2,5 Schritt hohen Mauer, die das ganze Anwesen umgibt. Die Steine sind mit Moos und kleinen Flechten bedeckt. Auch einige Kletterpflanzen, die sich da ausgebreitet haben. Das reicht wohl nicht, um da dann einzubrechen, aber gut, klettern könnte man da sicherlich irgendwie, wenn man da erfahren ist. Vielleicht Rafim würde das hinbekommen. Ansonsten steht ihr vor einem vergitterten Tor. Zwei Flügel, was so ein bisschen quietscht, aber am Ende dann doch noch einmal verschlossen ist mit einem schweren Vorhängeschloss, sodass ihr es nicht ganz öffnen könnt. Einen Schlüssel habt ihr aber links bekommen, der lag ebenso in der Depesche, sodass ihr nicht ein weiteres Mal in euer eigenes Anwesen einbrechen müsst. Wenn ihr dann das Ganze öffnet, steht ihr in einem Garten, der sehr verwildert aussieht, ehemals wohl sehr gut gepflegt. Könnt ihr auch erkennen, dass es hier wohl Gärtner gab, die das mal angelegt haben, allerdings mittlerweile weniger, sodass hier sehr viele wilde Rosen herumwachsen, die haben sich so ein bisschen ausgebreitet. Der Duft ist auch allgegenwärtig und erfüllt euch, wo auch dann Kiaras sich gerade sehr schnell zu Hause fühlen wird. Trotzdem müsste man hier ein bisschen Harmonie reinbringen und das Ganze mal wegschneiden durch einen Gärtner. Alles ist durch eine dicke Schicht an Blättern bedeckt und dann könnt ihr an den Statuen aus Alabaster vorbei gehen. Der Zahn der Zeit hat hier doch dann auch schon sich bemerkbar gemacht. Also Satinaf hat hier sich in den Alabaster reingeschnitten. Bis ihr dann vor einem großen Flachdachbau steht aus Stein. Grüner Raschstuhlswaller Marmor ist das wohl. Vier Flügel gibt es hier, vier kleine Türmchen, Zwiebeltürmchen, die dann mal mehr schlank, mal weniger schlank dann nach oben wachsen, Treppen, die ihr dann erkennen könnt. Das Gebäude hat viele Rundbogenfenster im ptolemäischen Stil, die mit Butzenglasscheiben ausgebaut worden sind. Ihr könnt das Ganze mal so ein bisschen begutachten, weitere Schlüssel benutzen, aufschließen und könnt dann in den großen Saal treten. Ihr seht da auch wieder im Inneren ein kleines Atrium mit einem Brunnen und ein paar Hecken. Auch das ist alles ein bisschen
überwuchert, könnt euch dann umsehen und ja, auf Erkundungstour gehen. Es ist ausgestattet, könnte aber wie gesagt auch weiter umgebaut werden, aber ansonsten sowas wie ja, zugestaubte Betten wären vorhanden. Viele Raya-Statuen, also wohl ein Erbauer, der Raya-Kirche auch sehr zugetan war, möchte man zumindest meinen. Ja, ich durchs Haus streifen und die Nase rümpfen oder den ganzen Staub, der hier drum liegt. Ja. Gab es hier eine Bibliothek vielleicht oder ähnlich? Ein Schreibzimmer, ein. Ja. Eine Gelehrtenkammer oder wie auch immer das bezeichnen möchte. Ja, es gibt eine Schreibstube und ein Archiv. Da kannst du alltägliche Schriften erkennen. Also irgendjemand hat da wohl seine letzten Hinterbliebenschaften dann auch nicht weggeräumt. Zahlreiche Fächer, so ein protziger Schreibtisch, den du erkennen kannst. Einige brüchige Unterlagen und noch eine Steuerschuld von ja, 1160, es sind sogar 63 Dukaten, die wohl hier die Markgrafschaft Altum einfordert, was auch immer das soll. Also, das ist wohl ehemals benutzt worden. Ja, sowas wie eine richtige Bibliothek kannst du hier nicht finden, aber es gibt auch Zimmer für einen Wesir. Ja gut, Wesir würde man vielleicht hier sagen. Du würdest eher sagen, es ist dann eher sowas wie eine Hausmeisterin oder ein Hausmeister. Zimmer für Gäste, für Leibdiener, für Gespielinnen, also ein Harem. Es gibt eine ausgestattete Küche und Latrinen. Schlafzimmer, Speisezimmer und eine Schatzkammer, die allerdings ebenso verschlossen ist. Mich würde mehr interessieren, etwas über den ursprünglichen Erbauer dieser Villa zu erfahren vielleicht. Auf den ersten Blick nicht. Also den Erbauer nicht, aber den ehemaligen Besitzer. Aber gut, wenn das jetzt 10 Jahre her ist, das ganze Haus wurde vor 400 Jahren irgendwie erbaut. Zumindest steht das ganz grob drin. Viele Informationen wirst du da nicht herausfinden können. Nicht auf den ersten Blick und auch nicht auf den zweiten Blick. Das würde eine sehr längere Recherche werden, wenn du dann etwas herausfinden möchtest über Fadir, lieben Kamal. Ich würde mir gerne Reliefs angucken, wie die gearbeitet sind. Und also eine Steinmetzprobe darauf ablegen. Ja.